Hallo, hier ist wieder der Chris Nain vom deutschen Server Dinego aus der Gilde New Horizons und ich wollte noch ein Video zu den Gildengefechten machen. Ein weiteres. Ich habe ja angekündigt, dass ich noch ein Video machen wollte zu dem Tool FOE Helfer. Das ist ein Add-on, was es gibt für den Firefox-Browser und den Chrome-Browser, wie ich ihn hier nutze. Und das fügt halt an der Seite so eine Zeitbar hinzu und bietet allerhand nützliche Funktionen. Eine Funktion oder ein Anwendungsfall sind auch die Gildengefechte. Und ich will euch gerne die gildengefechtsspezifischen Anwendungsfälle vorstellen. Was ich beim letzten Mal im Prinzip schon erwähnt hatte, war die Ansicht, wo man sehen kann, wer als letztes gekämpft hat. Man sieht auf der Gildengefechtskarte, gibt es eigentlich nur zwei Sektoren, die jetzt als letztes von uns bespielt wurden, und das sind diese beiden hier. Ich nehme an, das war alles noch vor 0 Uhr, wo einfach noch ein bisschen Zermürbung loswerden. Ja, jemand Zermürbung loswerden wollte. Und ja, dann kann man natürlich hier auf irgendwelche Sektoren draufhauen, die einem nicht so viel bringen als Gilde, aber dann vielleicht noch ein paar Preise für den persönlichen Gewinn bringen. Genau, und wie gesagt, es gibt eine Ansicht, die einem sagt, wer da drauf gehauen hat. Also schauen wir mal. Und zwar ist das diese hier. Die hier ist die übliche Ansicht. Da gibt es eben auch eine ähnliche Ansicht wie diese hier mit der Mitgliederaktivität. Nur sieht man nicht, wer hier als letztes gekämpft hat. Auf dieser Seite sieht man das und man sieht, wer die Kämpfe gemacht hat. Und wenn man diesbezüglich mit irgendjemandem schreiben möchte, weil man den auf irgendwas hinweisen möchte oder wenn man sehen will, wer aktuell gerade aktiv ist, um die Leute anzuschreiben, um keine Ahnung, irgendwas anderes, einen Angriff zu planen oder sowas, dann sieht man das direkt hier. Die Möglichkeit hat man hier nicht. Dann müsste man halt irgendwie sich die Zahlen merken und sehen, okay, das hat sich jetzt hier erhöht, deswegen hat derjenige gekämpft und ist aktiv. Ja. Aber sehr schwer, das zu merken. Ja, kann man vielleicht mit Screenshots machen oder sowas. Nichts anderes macht der FOE-Helfer, der merkt sich, wenn man das letzte Mal auf diesen Gefechtsliga-Knopf gedrückt hat. Das war bei mir jetzt in meinem Fall vor 15 Minuten. Und in diesen 15 Minuten war nur ein Spieler von uns aktiv und hat genau einen Kampf gemacht. Genau. Ja, vielleicht auch noch kurz vor 15 Minuten, so als letzte Aktion vor 0 Uhr. Kann ich mir gut vorstellen. Genau. Die zweite Sache, die ich zeigen wollte, ist dieses ganz neu hinzugekommene Statistikfenster vom FOE-Helfer. Hier kann man mehrere interessante Sachen nachverfolgen. Das ist hier zum Beispiel eine Sache für die persönliche Übersicht. Man kann nachvollziehen, wie der Einheitenverbrauch so ist, den man hat. Am 30. April sind die aktuellen Gildengefechte gestartet. Und man sieht, ich habe halt bis zum 30. April so ein paar Raketentruppen aufgebaut. Und hier geht dann die Anzahl schon deutlich runter und ich habe hier schon fast gar nichts mehr. Inzwischen habe ich wieder ein bisschen was aufgebaut. Dieser Verbrauch hier ist den Gildengefechten geschuldet. Da habe ich einfach zu viel ja, sterben lassen von meinen Raketentruppen und Ronin Ninjas oder Ronin Bots, sorry, sind eigentlich die Haupteinheiten, mit denen man kämpft hier in den Gildengefechten, natürlich neben Agenten. Das ist eine ganz interessante Übersicht und man kann hier auch dann sehen, okay,
Wenn irgendwas zu sehr runtergeht, dann sollte man dann halt doch lieber wieder eine Kaserne irgendwie in der Richtung stellen oder andere Kasernen in der, von anderen Einheiten abreißen, damit das Alcatraz mehr Einheiten aus dem gewünschten Zeitalter bzw. der gewünschten Truppe produziert. Anderes nützliches Tool ist das hier. Das ist die Ansicht, wer wie viel wann gekämpft hat. Also hier kriegt man auch so ein bisschen das Wann raus. Gildengefechte haben, na, um 8 Uhr gestartet am 1. Am 30. April. Ist das richtig? Ja, doch. Genau, und dann sieht man halt hier, wie sich so die Anzahl an Kämpfen aufbaut. Hier unten ist es natürlich doch deutlich unübersichtlich, aber ja, man hat so ein bisschen Überblick, wer zum Beispiel erst später aktiv geworden ist. Man sieht ja hier halt zum Beispiel, wie plötzlich die Anstiege sind und so weiter. Ja, ist nett. Das ist eher nett, aber jetzt nicht so super interessant. Mit den Armeen ist sehr hilfreich. Gildenkasse ist ein anderes Thema, was sehr hilfreich ist. Ja, man kann hier zum Beispiel erkennen, welche Gildengüter in den Gildengefechten stark benutzt werden. Und man sieht hier zum Beispiel, ja, im Fall von Goldreis hier, am 1. Mai haben wir noch 616.000 und am 2. Mai nur noch 614.000. Da sind also 2000 Goldreis verbraucht worden. Und in dem Fall ist es nicht so schlimm, weil wir eh große Mengen von virtuellen Zukunftsgütern haben. Aber in anderen Zeitaltern ist das dann schon zum Teil relevant, wenn man da mal einen größeren Verbrauch hat. Und das kann man dann auch hier relativ gut nachvollziehen, wann diese Verbraucher eingetreten sind. Also das ist halt wiederum ein relativ nützliches Tool für die, ja, die Gildenleitung, um da vielleicht gegenzusteuern und mehr Gildengüter einzuwerben von einem bestimmten Typ durch Spenden oder bestimmte legendäre Gebäude oder ja, Produktionsgebäude, die aufgestellt werden, um das auszugleichen. Genau. Und das waren eigentlich schon die gildenspezifischen Sachen, die ich euch zeigen wollte. Ja, nochmal zusammengefasst. Hier gibt es diese Gefechtsübersicht, wer wann wie viel gekämpft hat. Die Armeenübersicht, um persönlich zu sehen, wie der Armeeverbrauch ist. Ja, Agenten sieht man. Meine Agenten gehen runter in der letzten Zeit. Aber ja, muss ich vielleicht irgendwie ein paar Kasernen abreißen, dass nur noch Agenten produziert werden aus meinem Alcatraz oder das Alcatraz ein bisschen ausbauen. Es ist alles noch im grünen Bereich, ist noch sehr viele Agenten habe ich noch. Gildenkasse, nützliches Tool. Und neben diesen drei Sachen dann eben auch diese Übersicht, wer wann angegriffen hat. In den letzten 6 Minuten hat, wie man sieht, niemand von uns einen Kampf gemacht. Ja, soweit so gut. Dann hoffe ich, diese Informationen waren interessant und helfen vielleicht auch eurer Gilde bei den Gildengefechten weiter. Dann viel Spaß weiterhin und bis zum nächsten Video.